Wir kommen zum heutigen Qualifying in Sochi. Die Strecke schlängelt sich durch die Anlagen der Olympischen Winterspiele 2014. Jetzt, da der Regen auf das Sochi-Autodrom fällt, werden die Nerven der Fahrer noch mehr strapaziert. Sie werden das Wetter logischerweise sehr genau beobachten, bevor sie auf die Strecke gehen. Schließlich ist der Belag noch ziemlich neu, wurde noch nicht ausgiebig bei Nässe getestet. Die Fahrer werden mit ihren Technikern über die Strecke und Dauer der Regenfälle reden. Macht man jetzt einen Fehler, könnte die gewertete Runde im Qualifying futsch sein. Ich bin ziemlich sicher, dass gerade an einer Reihe von Strategien gearbeitet wird. Für die derzeitigen Bedingungen würde ich dir einen Satz Regenreifen empfehlen. Mercedes hat heute im Qualifying Großartiges geleistet. Beide Silberpfeile stehen beim Rennen morgen in der ersten Startreihe. Was für... Willkommen zum heutigen Rennen auf der malerischen Rennstrecke in Sochi vor der atemberaubenden Kulisse der Sportanlagen der Olympischen Winterspiele 2014. Die Fahrer sollten allerdings weniger auf Eishallen oder sonstige Skistadien achten und sich mehr auf die 19 Kurven auf dieser von Hermann Thielke entworfenen Strecke konzentrieren. Wir wussten ja, dass diese Strecke dem Mercedes liegt, aber niemand hätte erwartet, dass Lewis Hamilton solch einen riesigen Vorsprung auf seine Rivalen rausfahren würde. Wenn er nicht in Schwierigkeiten gerät und das Auto mitspielt, wird der Sieg heute eigentlich nur noch eine Formsache. Manchmal sind die Fahrer an einem Tag zufrieden mit dem Auto, aber eine Veränderung der äußeren Umstände machen es am nächsten Tag unmöglich zu handhaben. Die Streckentemperatur, zusätzliche Reifenabnutzung oder auch nur das Selbstvertrauen des Fahrers haben Einfluss auf die Performance. Er wird also definitiv hoffen, dass das Auto sich heute genauso fährt wie im Qualifying. Wie wird sich Daniel Ricciardo vor dem letzten Rennen fühlen? Er steht kurz davor, seinen ersten Weltmeistertitel zu holen. Kann er es schaffen? Hat er die Nerven? Hält er durch? Diese Saison hat einen neuen Star am Himmel hervorgebracht. Alles, was zwischen ihm und dem Gewinn der Fahrerweltmeisterschaft liegt, ist dieses Rennen. Ich hoffe wirklich, dass er es schafft.
Das DRS wurde aktiviert. Thank you.
etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen.
40% des Startbenzins. Noch 40% Benzin.
Folge. Was für ein Ergebnis. Daniel Ricciardo gewinnt das Rennen und den WM-Titel. Ein fantastisches Resultat für den sympathischen Australier. Wir alle waren uns zu Beginn der Saison einig, dass der Junge großes Talent hat. Aber dann hat er Rennen um Rennen bewiesen, dass er ein würdiger Weltmeister ist. Was war das für ein Wochenende? Wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal zu einer weiteren spannenden Folge dieser Formel-1-Saison dabei sind.